Im Rahmen von dem Demonstrator wollten wir eine Maschine, nämlich eine Maschine, die hochqualitatives Eis ausgibt, die normalerweise für den manuellen Betrieb gedacht ist, automatisieren. Das heißt, wir wollten ein vollautomatisches System haben, das geeignet ist, auch auf einer Messe zum Beispiel verwendet zu werden. Und zu diesem Zweck haben wir den Roboter integriert, der eigentlich alle Aktionen, die normalerweise der Mensch machen muss, automatisiert durchführt. Der Kunde tippt auf dem Touchdisplay eine von den 6 Eissorten an. Der Roboter fährt dann hinter das Display. Da ist ein Becherspeicher. Am unteren Ende von dem Rohr ist eine Mechanik dran, die immer nur einen Becher rausfallen lässt. Und dieser Greifer greift diesen einen Becher, fährt zur Eismaschine und setzt diesen Eisbecher unten in die Eismaschine ein. Dann fährt der Roboter mit dem Saugnapf oben an die Schublade von der Eismaschine hin, saugt an, zieht die Schublade raus und fährt im nächsten Schritt zum Kühlschrank hin, öffnet die Tür von dem. Im Kühlschrank sind die 6 Eissorten in 6 Modulen eingebaut, eingesetzt, die am vorderen Ende eine mechanische Iris haben. Diese mechanische Iris kann der Roboter über ein extra angefertigtes Werkzeug durch Drehen öffnen. Dieses Werkzeug ist so angebaut, dass der Roboter senkrecht auf die Kartusche drauf fährt und gleich auch mit dem Saugnapf, der senkrecht nach vorne zeigt, die Kartusche ansaugen kann. Dieses Ansaugen macht er, während er die Iris öffnet. Dann fährt er ein Stück zurück und zieht somit, da die Kartusche fest angesaugt ist, die Kartusche aus diesem Modul raus. Die Iris schließt automatisch dahinter durch eine Feder wieder und setzt die Kartusche dann erstmal in eine Zentrierung ein. Im nächsten Schritt fährt er wieder zurück, schließt den Kühlschrank, nimmt er die Kartusche wieder auf, setzt sie in die Eismaschine ein, in die Schublade, macht die Schublade zu, drückt den Startknopf und wartet, bis das Eis ausgepresst ist. Wenn das Eis dann ausgepresst ist, nimmt er den Eisbecher und stellt ihm den Kunden hin. Ja, während der Entwicklung haben sich doch eine ganze Reihe von Herausforderungen gestellt. So ein Ablauf, den man normalerweise mit den Händen macht, also Kühlschranktür auf, was rausholen, irgendwo einlegen, Schublade zu machen, erscheint mir als Menschen als ein ganz einfacher Prozess. Insofern war die Anforderung auch relativ einfach zu definieren. Also das heißt, Anforderung lautet, mach das, was ich als Mensch auch mache mit der Eismaschine. Das Ganze dann umzusetzen, ist gar nicht so einfach. Alleine die Kühlschranktür zu öffnen mit einem Roboter, der jetzt auch dafür ausgelegt ist, als Cobot zu funktionieren. Das heißt also, der interagieren kann, der deshalb mit seinen Kräften etwas zurückhaltender ist, um eben auch keine Gefahr für Menschen darzustellen, stellt sich gar nicht so einfach dar, diese ganzen Prozesse durchlaufen zu lassen. Ja, im Rahmen dieser Zusammenarbeit arbeiten wir mit Partnern, mit denen wir schon über viele Jahre verbunden sind. Mit der Firma FWIP, von der die Eismaschine stammt und auch das Eis und das ganze Business-Konzept der Eismaschine stammt, arbeiten wir schon seit vielen Jahren in einem kommerziellen Projekt zusammen, in dem wir sie unterstützen, diese Eismaschine weiterzuentwickeln, zu testen, zu fertigen, zu produzieren. Und zum anderen arbeiten wir mit der Firma Resync Robotics zusammen, der auch schon ein langer Partner ist und uns unterstützt, speziell in der Ausbildung von jungen Leuten. Ich finde es sehr wichtig, solche Demonstratoren aufzubauen. Es ist einfach was anderes, irgendwie was in der Theorie aufzubauen, sich was zu erlernen sozusagen, aber nur auf theoretischer Ebene. Wichtig ist es, finde ich, das Erlernte dann auch in der Praxis umsetzen zu können und häufig auch so ein bisschen vielleicht auf eine spielerische Art und Weise, dass es nicht ganz so streng ist, sondern man darf sich mal ausprobieren, man darf Fehler machen und da kommt es natürlich gerade bei so Themen Digitalisierung, Robotik etc. sehr, sehr zugute, wenn man dann Demonstratoren hat, ja, an dem man das wirklich mal hands-on testen kann, zum Beispiel in der Schule. In der Schule sitzen viele Schüler, die lernen was stupide bzw. vielleicht auch ermüdend in Mathematik oder in Physik, in der Technik und wollen das dann wirklich mal umsetzen praktisch. Und da ist so ein Demonstrator von ITQ, der dann auch noch simpel zu bedienen ist und gut erklärt wird, ist natürlich Gold wert. Ja, wir versuchen natürlich mit jedem Demonstrator bestimmte Schwerpunkte zu setzen, um neue Technologien oder auch Vorgehensweisen, Engineering-Methoden zu demonstrieren und damit auch, so auch den Besuchern nahezubringen. Das können Themen sein, Industrie 4.0-Themen, Predictive Maintenance-Themen, Cloud-Verarbeitung von Daten und so weiter. Das können aber auch Vorgehensmethoden sein, wie man zum Beispiel Entwicklungen macht, wie man im Team zusammenarbeiten kann.
Model-Based Systems Engineering ist einer der wesentlichen Aspekte, die wir aktuell in einem Demonstrator bearbeiten zum Beispiel. Und das wirklich mal durchgängig zu zeigen anhand von einem Demonstrator, was also zum einen, ich sage jetzt mal, von der Komplexität und Übersichtlichkeit noch greifbar ist, so dass man es jemandem relativ leicht nahe bringen kann, was dann auch nicht, sagen wir mal, der Geheimhaltung unterliegt, wie das normalerweise bei realen Kundenprojekten ist. Die dürfen wir so nicht zeigen einem breiten Messepublikum. Das können wir mit so einem Demonstrator natürlich schon machen.